Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Produktvorstellung von Riolink, die Arius 4 Pro Plus. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter gleich nach dem Intro. Ja, wir werden jetzt erstmal gemeinsam reingucken, was hier alles drin ist. Und nebenbei erzähle ich euch schon was über technische Daten. Es sind zwei Kameras, ergeben ein Bild von 180 Grad. Und das sind zwei 2K-Module, also Linsen. Die werden dann zusammengerendert. Ab einer bestimmten Entfernung sieht man das auch nicht. Wenn man ziemlich dicht dran ist, das werde ich euch auch im Video zeigen, wo sich denn das wirklich überschneidet. Und jetzt packen wir das erstmal gemeinsam aus. An dieser Stelle an Riolink bedanken. Die haben mir das zur Verfügung gestellt. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Ich empfehle euch, geht in den Link rein und dann könnt ihr euch die Produkte mal ansehen. Wir haben ganz, ganz viel. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Verpackungsinhalt an, bevor wir ins Detail gehen. Ich öffne das mal schön. Hier komme ich auch gleich zu. Wir machen das Schritt für Schritt. Das Schöne ist, hier ist auch ein Solarpanel mit 6 Watt dabei. Das ist sehr massiv, also richtig, richtig gute Qualität. Das hier ist noch was, das war's. Dann geht es noch weiter runter. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist das gute Herzstück. Und dann ist noch eine Sache hier drin. Die hole ich euch raus. So. Das ist für die Befestigung der Kamera. Da sonst ist hier. Sonst ist der Karton leer. Jetzt gucken wir uns erstmal den Inhalt hier an. Ja, hier sind den Sticker. Das ist auch der Hinweis, dass hier Kamera ist. 24 Stunden Videoüberwachung. Sollte man aufkleben. Hier ist dann beschrieben, wie man das runterlädt, die App. Hier sind die Schablonen, einmal für das Modul bzw. für die Kamera, damit man weiß, wo man reinbohrt. Und dann Garantiebestimmung und Anleitung. Aber die Kamera ist relativ selbsterklärend und das finde ich sehr, sehr gut. Ich zeige euch auch gleich ein paar Außenaufnahmen. Hier haben wir denn ein USB-A auf USB-C. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Legen wir mal beiseite. Das ist, wie schon gesagt, oder wie ich schon erwähnt, ein Solarpanel. 6 Watt reicht vollkommen aus. Und das Schöne ist, auf USB-C. Das ist die Halterung für das Solarpanel. Das wird denn hier draufgeschraubt und dann kann man das mit dieser Gegenschraube festmachen. Wenn man diese Flügelschraube, oder wie man sie nennen möchte, dann kann man das ein bisschen drehen, falls ihr das nicht so ganz perfekt habt, weil hier ist ja nur so ein Fuß oder der Fuß ist hier nur so. Und dann könnt ihr das ein bisschen besser einstellen und dann habt ihr es fest und dann sitzt das Solarpanel. Das ist noch ein Gurt für die Kamera, beziehungsweise auch für das Solarpanel. Das ist die Halterung für die Kamera. Wenn man das hier aufdreht, dann kann man hier die schön schwenken. Und wenn man wieder festdreht, dann sitzt es.
Weil wir werden das auch gleich mal draußen fertig machen. Ihr müsst das sowieso abschrauben, weil ihr das ja an eine Wand, Holz, wie auch immer, befestigen müsst. Oder wollt. Hier gibt es noch einen kleinen Aufsatz. Dann kommen wir nochmal hier dazu. Hier ist dann noch eine. Man kann es nutzen, man muss es nicht. Wenn man es nirgendwo festschrauben möchte, sondern an einem Baum befestigen möchte, ist das natürlich sehr hilfreich. Und hier sind natürlich auch dann noch ein Schutz, ein Schoner und so weiter und so fort. Aber das machen wir gleich, wenn wir draußen sind. Ich möchte ein paar Bilder davon machen. Jetzt kommen wir zum Star, hätte ich fast gesagt, zur eigentlichen Kamera. Bevor wir jetzt hier die gleich abnehmen. Das Schöne ist, die nimmt nachts auch in Farbe auf, also nicht in Infrarot. Hier sieht man auch den Schraubkopf. Hier haben wir den USB-Anschluss. Ich öffne das mal. Und da seht ihr USB-C. Finde ich sehr, sehr gut. Wenn wir das hier unten auch, öffnen, auch das ist schön gummiert. Hier könnt ihr dann eine Micro-SD reinschieben, zwecks Speicherung. Was ich auch sehr, sehr gut finde. Dann nehmen wir das mal hier ab. Das ist ja der Bewegungsmelder. Hier vorne habt ihr dann die Kameras. Zwei Stück und die ergeben zusammen 180 Grad Bild. Man muss sich das so vorstellen, hier sind das noch, wenn man ziemlich dicht dran ist, zwei getrennte Bilder und nachher schmelzt sich das zusammen. Aber das zeige ich euch im Video. Ich bin jetzt draußen und jetzt hört ihr auch ein bisschen Musik von einer Schule, die hier in der Nähe ist. Das lässt sich wohl nicht ganz vermeiden. Ihr solltet euch vorher eine Position aussuchen, wo ihr das befestigen möchtet. Das Solarpanel würde ich jetzt als erstes machen und dann die Kamera positionieren. Ihr habt ja ein langes Kabel, sodass ihr das dann auch einstellen könnt. Und dann würde ich sagen, montiere ich jetzt mal das erste. Ist das eine gute Position? Hier kommt die Sonne auch richtig gut drauf. Schön drauf schrauben. Soll ja fest werden und fest bleiben und soll ja nicht bei der nächsten Windböe runterfallen. Ja, ihr müsst das Kabel so ein bisschen nachziehen. Also, dann macht ihr es fest. So, das hier schon als erstes festzumachen. Ich habe jetzt keine Speicherkarte reingemacht. Das könnt ihr natürlich noch nachträglich machen. Ist die Frage, wird das natürlich vorher rausgenommen? Das müsst ihr dann testen. Schön arretieren, festmachen und dann sitzt das. Und dann müsst ihr noch das Stromkabel hier setzen. Das muss richtig reingesteckt werden. Wenn ihr das jetzt richtig angeschlossen habt, dann seht ihr das gleich auch in der App und dann könnt ihr nochmal nachjustieren, damit dann nicht zu doll oder überhaupt nicht zum Nachbarn gefilmt werden kann. 90% ist der Akkustand. Der lädt jetzt auch relativ schnell auf. Hier ist Sirene, E-Mail-Warnung ist aktiviert, Push-Up-Nachrichtung, Filmaufnahmen, Bewegungsalarm, das kann man alles ein bisschen einstellen. Nichterkennungszone. Zum Beispiel Fahrzeuge, Tiere, wie auch immer, oder anderes, kann man alles einrichten. Ich glaube, ich werde mal drin weiter filmen, denn sonst blendet das hier so stark. Wird gerade verbunden und dann, ja, wir gehen wieder rein.
So, wir sind jetzt wieder drin. Dann sieht man die App auch ein bisschen besser. Hier steht dann Argus 4 Pro. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel ein Bild aufnehmen kann. Da keine Speicherkarte drin ist, müsst ihr es gleich speichern. Also ich mache das hier zum Beispiel in Daten sichern. Ja, ersetzen, weil ich habe schon ein Bild gemacht. Ihr könnt eine Wiedergabe könnt ihr nur machen. Das ist hier unten. Wenn auch eine Speicherkarte drin ist. Oder ihr diesen Hub habt. Sirene, Licht. Hier haben wir die Einstellungen. Den können wir mal raufklicken. So, dann seht ihr jetzt, 93% ist der Akku voll. Also er lädt. Hier steht dann drin, in welchem WLAN-Netz drin ist. Denn ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich bin in 5G drin. So, hier könnt ihr dann zum Beispiel das ändern. Geht auf 60 Hertz, dann flackert das weniger oder gar nicht. Klar oder flüssig. Dann habt ihr die Auflösung und die Bildrate. Umso höher, umso besser. Aber hier ist die maximale Bildrate 512. Und bei klar sind das 2048. Also ihr habt ganz viele Möglichkeiten, das einzustellen. Möchtet ihr ein Wasserzeichen haben? Oben Datum mittig. Hier könnt ihr das machen. Zum Beispiel oben mittig, oben rechts. Wie ihr es haben möchtet oder verbergen. Klar, wenn irgendwelche Sachen sind, ist es klar ratsam, das auch einblenden zu lassen mit Datum und Uhrzeit. Dann gehen wir hier wieder zurück. Hier könnt ihr Display, Audio machen, Audio, Ton vorspielen, denn was ihr draußen hört, das könnt ihr auch aufnehmen. Bewegungserkennung, Bewegungsalarm, Filmaufnahme, dann sollte man ja klar eine Speicherkarte einlegen. Wie gesagt, maximal nur 128 GB. Oder man hat das Cloud-System. Das kommt für mich persönlich nicht in Frage. Aber das muss jeder selber wissen. Kamera teilen, dann kann ich einen QR-Code weitergeben. Also zum Beispiel Ehefrau, Ehemann, wer das gerade auch einrichtet. Hier könnt ihr das nochmal alles einstellen. Ja, Geräte, Anmelde, Passwort ändern. Hier könnt ihr jetzt ihr Datum, Uhrzeit. Jetzt steht das so. Dann könnt ihr Telefonzeit synchronisieren. Wir machen das jetzt einfach mal. Hier steht da 6.20 Juni 20. 24. Aber das kann man ja klar immer wieder ändern. Und wenn ihr wieder zurückgeht, dann seid ihr hier, wird gerade ins Live-Bild geschaltet. Und wenn ihr jetzt hier runter geht, dann seht ihr, das ist jetzt drin. Ihr habt jetzt mehrere Kamerasysteme von RioLink oder auch die Klingel. Dann würden hier jetzt mehrere Systeme aufleuchten. Also würde dieses Bild aufleuchten von der Argus 4 Pro. Was ich, dann habt ihr noch die Klingel von RioLink. Dann würde hier auch so ein. Dann müsst ihr immer da draufklicken. Und hier seht ihr auch, dass gerade die Sonne scheint und der Akku wird gerade geladen. Und dann würde ich sagen, soll es das hier auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.